Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Hier sind wieder die Becky und der Michi. Und wir haben heute eine zweite Kamera am Start. Ja, und das machen wir jetzt häufiger. Also, wenn es geht. Ihr werdet den Qualitätsunterschied wahrscheinlich sehen. Wir probieren gerade ein bisschen aus. Ja, genau. Das Schwierige ist auch das Synchronisieren von dem Ton, weil wir haben auch noch ein separates Tonaufzeichnungssystem hier drin, aber das gehört ja auch, ist ja auch egal. Nee. So, ja, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute haben wir euch einen Comic mitgebracht, der morgen am Valentinstag, ach, wie schön, ist das nicht herrlich? Ja. There's something in the air tonight, the stars are bright, Fernando. Was hat denn das jetzt mit Karl Valentin zu tun? Gimme, gimme, gimme a man at the midnight. La, 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 la. Ja, ich bin nicht unbedingt textsicher. Ich habe übrigens auch was gewonnen. Ja? Mhm. Was denn? Money, money, money. Makes me funny. In the rich man's world. Weißt du was? Na, was habe ich gewonnen? Gesangsstunden. ja, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Wir haben euch heute einen Comic mitgebracht, der morgen am 14. Februar 2023. Am Valentinstag. Ja, das habe ich doch schon gesagt. Ja, wird aber der, das eben auch. Ja, wird der veröffentlicht und zwar vom Rowohlt Verlag. Und dabei handelt es sich um Ralf Königs Verwirrte Zeiten Teil 2. Habe ich das gut gemacht? Ja. Oder? Ja, habe ich toll gemacht. Ne? Es ist nicht wirklich ein Teil 2, aber es ist eine mehr oder weniger Fortsetzung, denn wir haben hier wieder die beiden oder das schwule Pärchen. Wie heißen sie denn? Ich hab's, Paul und Konrad. Oh ja. Ich vergesse immer die Namen. Paul und Konrad. Ich auch. Ja. Paul und Konrad und das Buch trägt den Titel Aber Hallo. Genau. Aber Hallo. Mhm. So. Und, das fing so geil an. Ja, erzähl ruhig. Genau. Er quakte irgendwann vom Schreibtisch, Herr Schatz, willst du Aber Hallo haben? Ich so, was ist das dann? Ja, da geht es um Aber. Ich so, was hab ich denn bitte mit Aber am Hut? Hier sind sie. Ja. Ich bin mit ABBA das erste Mal in Kontakt getreten. Was heißt in Kontakt gekommen? Ich habe mit ABBA noch nie was zu tun gehabt. Ich hatte zwei CDs, als ich anfing, Musik zu hören. Über CD, über Anlage und all sowas. Das war einmal Cher, keine Ahnung warum. Und die ABBA Revival Band. Meine Mutter hat mir die zwei CDs zu meiner allerersten Sony Mini-Kompaktanlage geschenkt. Die ABBA Revival Band. Ich hab die und Bonnie M. Aber auch Revival. Genau. Bonnie M, ABBA und Cher. Ganz genau. Es fehlt nur noch Madonna, dann hast du so das heilige, das Quattro der schwulen Szene. Genau, genau. Ja. So, aber wie gesagt, Revival. Das war nichts Original, war aber gut, hat mir gut gefallen. So, und dann haben wir die ABBA-Filme hier geguckt. Aber der erste, Filme? Ja, hier mit den Songs. Ach, Mama Mia, genau, das Mama Aber Mia, okay, und, okay, 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 ja, okay. Und der zweite Teil halt eben, genau, Mama Mia 2. Mach was ja, ganz einfach, genau. Das, ey, der gleiche Filmtitel, nur mit einer 2 hinten drin. Da habe ich ja mehr Geschmack in meinem linken Fuß. Jo, jo, ja. Jo. Der zweite Teil, der hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, andere der, Geschichte. Ja, aber genau, das gehört jetzt genau, gar nicht her. Genau, so. Ja, und ich so, nee, was habe ich denn mit ABBA zu tun? Nee, will ich nicht. Oh, schade, also kann ich den Comic von Ralf König absagen, ja? So, was? Nein, nein, hab wohl, geil, 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 ja! Ja, Ralf König, ja, großer Comic-Künstler aus Soest, lebt mittlerweile in Köln, wo sonst, das San Francisco von Deutschland. ja, und er ist eine Ikone des schwulen Comics. Darf man eigentlich schwul sagen schon, oder? Schwul ist also ja, wenn ist das ja, nicht schwul ist, ja, ich meine, ja, aber darf man schwul sagen als, ich meine, ist das heute noch politisch korrekt? Ich weiß es nicht. Also, ist ja, wir benutzen es ja nicht als Beleidigung. Nein, absolut gar nicht. Ich finde sowieso generell, war es schon immer. Ja. Also, ne? Also schwul, warm, von der anderen Seite oder vom anderen Ufer. Okay, irgendwie. Jetzt also wird es aber langsam ein bisschen. Also auf jeden Fall Ralf König, eine Ikone des schwulen Comics. Nicht zuletzt berühmt geworden durch hier Der bewegte Mann. Habt ihr eben gesehen? Ich habe den extra dahingestellt. Ich habe den geschickt platziert. Und wir haben euch ja schon vorletztes Jahr Verwirrte Zeiten vorgestellt. Ich habe euch letztes Jahr den Lucky Luke Comic von Ralf König, der hat nämlich einen Lucky Luke Hommage Comic
auch noch gezeichnet und getextet. Den habe ich sogar auch gelesen, obwohl ich mit Lucky Luke überhaupt nichts am Hut habe. Ja, dafür umso mehr aber mit Ralf König. Ja. Ja. Also beide Links zu beiden Rezensionen findet ihr im Anschluss an dieses Video nochmal. Und auch meine Kritik zum bewegten Mann kriegt ihr auch nochmal im Anschluss aufs Auge gedrückt. Aber heute reden wir erst einmal über Aber Hallo. Mhm. Ja, dieser Comic beinhaltet all die Kurzcomics, die Ralf König auf Facebook und Instagram im Jahr 2022 veröffentlicht hat. Er hat im November angefangen, genau, jeden Tag einen Comic zu veröffentlichen. November 21. Genau. Der erste Comic steht extra noch drüber, 4. November 21. Also kurz quasi bevor ABBA sich nach 40 Jahren Pause wieder an die Öffentlichkeit getraut hat und ein neues Album rausgebracht hat. Wobei, richtig an die Öffentlichkeit sind die ja nicht gekommen. Die haben ja ein, jetzt ja so Hologramme. Eben, ich wollte gerade sagen, also das sieht für mich recht gruselig aus. Deswegen ist das auch, weil ich auch mit der Musik nichts am Hut habe, total dran an mir vorbeigegangen. Hm. Naja, jedenfalls Konrad und Paul natürlich, beziehungsweise überwiegend Paul Konrad, nicht so, ist ein riesengroßer ABBA-Fan, freut sich wahnsinnig, dass ein neues ABBA-Album rauskommt, hat aber auch ein bisschen Angst, weil die sind ja auch älter geworden. Ja. Der Comic handelt ein bisschen was vom Älterwerden. Aha. Er behandelt aber auch gleichzeitig bei einem Ende 50-Jährigen. Ja, ja, ist doch egal. Ja. Gleichzeitig behandelt er aber auch alles, was im Jahr 2022 wichtig war, speziell die Corona-Krise, die ja hier in verwirrte Zeiten quasi schon Dreh- und Angelpunkt der Handlung war, wird hier weitergeführt, genauso wie wir sie alle weitergeführt haben, wird das hier einfach wieder aufgegriffen. Dazu auch noch der Angriffskrieg von Russland in der Ukraine. Mhm. Der ist sehr dezent. Ja, genau. Gott sei Dank, muss ich sagen. Gott sei Dank. Also er schwimmt so ein klitzekleines bisschen mit, aber sehr wenig. Ja. Primär geht es hier wirklich um Situationskomik. Ja. Es geht um das Älterwerden auch und um Liebe. Ja. Es geht um Liebe, weil Paul hat sich nämlich wieder einmal verliebt. Wir erinnern uns, hier war es ja der Knaller. Das war der Geschäftsführer Edelrewe in Köln, irgendwie. Ja, hier ist es Kuschelbär. Mhm. Hier ist es der Kuschelbär auf Gay Royal. Das ist er betreibt Esskocht, allerdings nicht so, wie man sich das vorstellt, sondern er kuschelt halt nur. Ja. Er schmust nur. Also sowas. Aber nackt. Ja. Ja. Ja, aber, naja. Aber einen guten Geschmack hat er. Ja, vor allem am Daumen. Nee, am Daumen. Ich meine, hier das kleine Männchen. Die Typen, denen der hinterher hechelt. Ja, alle groß, behaart. Dick. Naja. Tja. Meinst du, ich passe da ins Beuteschema als kleiner Teddybär, ja? Als großer Teddybär. Grizzly. Naja, jedenfalls, er verliebt sich dann natürlich in diesen Esskocht-Riesen. Nee. Nein, er ist verliebt. Nein, verliebt ist er nicht. Er ist verknallt. Er ist geil auf den Kerl. Das ist ein fucking Unterschied. Ja, da war das fucking richtig. Ja, da machst du jetzt aber wirklich tolle Differenzen. Ne? Doch. Also, finde ich gut, weil das macht er ja auch. Ja. So, das geht alles so lange gut, bis Konrad ebenfalls, aber weiter, wir wollen jetzt ja nicht groß spoilern, es sind tolle Geschichten. Ja. Die Geschichten, erzähl. Nee, ich kann nicht erzählen, weil du die Geschichten besser im Kopf hast als ich, aber... Das hast du doch gerade erst gelesen. Ja, ich weiß, Jetzt bin ich raus, erzähl. Aber was? Ich weiß ja gar nicht, was du erzählen wolltest. Ist egal, ich steig irgendwann wieder ein. Ja, also wir haben zum einen diese Schwärmerei von Paul für diesen Schmusebär, der auch mehr oder weniger so ein bisschen, er sieht in ihm allerdings auch so mehr als einfach nur, habe ich jedenfalls das Gefühl, er lässt sich zwar bezahlen, aber er darf beim Schmusebär am Daumen lutschen. Ach so, du meinst ja, den Schmusebär. Ich habe jetzt gedacht, Paul, der seiner Jugend hinterher weint, weil aber jetzt ja wieder dabei sind und den Schmusebär, den kennt er auch noch aus einer Zeit von damals, wo er selbst noch ein bisschen jünger war. Und Paul hat Probleme mit dem Älterwerden. Er leidet zum Beispiel tierisch darunter, dass sein Crush
Benny von ABBA auch nicht mehr so aussieht wie vor Anno. Vor 40 Pief. Jahren. Ja? Vor 40 Jahren. Echt? Ja. 40, ja. Oh, okay. Ja, und dann haben wir hier halt auch immer diese Szenen. Ja, es ist ein tolles Buch voller Liebe, voller Romantik, voller Situationskomik. Ach ja, das ist der 50. Geburtstag von dem gemeinsamen Kumpel von denen, Bika. Der sieht aus wie Bika. Der ja eigentlich gar nicht gefeiert werden durfte, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch. Genau. Man durfte ja nur mit maximal 10 Personen quasi feiern. Ja, also da waren ja diese ganzen Corona-Richtlinien. Genau. Und es ist wirklich sehr schön zu sehen, ja, wie man hier versucht, sich damit zu arrangieren. Dann kommt noch dazu die Schwester von Paul. Ja. Ist die Problematik mit, man dürfte nur noch geimpft und mit Maske und Ausweis in die Kranken- und Pflegeheime und all sowas. Und seine Schwester lässt sich partout nicht impfen. Ja, sie ist absolute Impfgegnerin. Und genau, es geht da auch noch es werden auch ein paar Querdenker. Genau, im Querdenker-Bereich ist sie auch aktiv und all sowas. Da wird ein bisschen drauf eingegangen. Die Figuren sind herrlich. Ja. Ja, ich meine, die Schwester ist natürlich... Die sind alle interessant zu sehen. Alle ein bisschen überzeugt. Ja, klar, die natürlich, sind alle drüber, ja, aber es ist trotzdem sehr romantisch, obwohl es hier, nein, richtig hart zur Sache geht es eigentlich gar nicht. Nee. Ja? Also wenn ich da an Kondom des Grauens oder auch frühere Werke von Ralf König denke. Also man sieht keine Pimmel. Stimmt, also das ist relativ... Wohlgeformte Popos. Es ist relativ harmlos, das liegt aber auch einfach daran, dass diese Comics halt in den sozialen Medien auch veröffentlicht wurden und da musste Ralf König Abstriche machen. Ja. Ja. Da ging er im Nachwort nochmal schön drauf ein. Ja. Mit Pornografie musste er sehr aufpassen. Generell, also auch mit verschiedenen Worten musste er aufpassen. Also Tunte und sowas ging quasi nicht. Aber hier behaarte Popos sind wohl kein Problem. Gott sei Dank, weil ohne wäre das auch nicht Ralf König, muss man ganz ehrlich sagen. Es ein bisschen was musste definitiv da sein, würde ich mal so sagen. So. Ja. Bei allem Humor haben wir hier trotzdem auch eine tolle Message mit drin. Wir haben auch, ich fand auch diesen Comic so cool mit Weihnachten, mit dem veganen Truthahn. Oh, also er räumt wirklich alles aus dem Weg, was an Stolpersteinen da ist, macht sich über alles lustig, ohne dabei irgendwie herablassend zu sein. Es ist wirklich ganz toll. Und dann haben wir auf Seite 25 diesen Comic hier. Ich muss den einfach mal hinhalten. Weil er hat mich total rausgerissen. Ja, da bist du auch über das Panel, da bist du nicht mehr... Nein. Das hat dich nicht mehr richtig reingebracht. Er kam zum Welt-AIDS-Tag raus, dieser Comic, und da erinnert sich Konrad halt dran, dass Fränzchen, einer der, den kennen wir vielleicht noch hier aus dem Bewegten Mann, dass er mittlerweile ja auch schon so lange tot ist und dann aber eben nicht nur Fränzchen, sondern ganz viele. Ja. Und das ist ein Comic, der einen dann kurz verharren lässt, kurz schlucken lässt und dann sieht man, Mensch, scheiße, es ist immer noch, es ist nicht nur Corona, es sind ja so viele Sachen. Ja. Und da hätte man sich halt über eine Impfung gefreut und es ist generell ein sehr, sehr cooler Comic. Ich fand den hier sogar noch besser als Verwirrte Zeiten und den fand ich schon gut. Ja. Also ich habe sehr gelacht und ich war eigentlich nur am Lachen. Ja, das stimmt. Also sie saß neben mir und war in einer Tour am Lachen und so war es bei mir nicht. Aber ich bin auch schwer zum Lachen zu kriegen. Jedenfalls, ich bin einerseits sehr leicht zum Lachen zu kriegen mit albernen Slapstick-Sachen. Monty Python und sowas, da gehe ich voll drauf ab. Andererseits ist es auch schwer, mich zum Lachen zu bringen, wenn ich mich konzentriere und wenn ich eine Rezension verfassen muss, dann ist das halt dann. Du hast da einen ganz anderen Blick drauf als ich, genau. Ja. Mir haben die Situation, die haben mich sowas von belustigt. Es sind zum Teil einfach nur die Abschlusssätze, die mich sowas zum Abbrechen gebracht haben. Bitte seht mir meine Grammatik ein bisschen nach. Ich habe mich echt amüsiert. Und zum Schluss geht der Comic aber dann doch nochmal einen anderen Weg. Ja. Und da war ich dann noch leicht sauer, weil ich wollte das unbedingt zu Ende bringen, weil es geht dann doch ein bisschen in die Tiefe. Und da geht es dann um die zwei, um das Pärchen. Ja, und dann kam er mit anderen Themen um die Ecke und da wurde ich bissig. Das stimmt, da habe ich sie wirklich rausgerissen. Genau. Also es ist eigentlich ein Comic, der auf jeder Seite eine in sich geschlossene Geschichte erzählt, die vier Bilder
ja, die aber weitergeht. Also das ist auch mein einziger Kritikpunkt. Wenn ich überhaupt einen Kritikpunkt anbringen muss oder kann, dann ist das der, dass ein Handlungsstrang hier am Anfang angerissen wird, dann von etwas anderem unterbrochen wird und dann Seiten, beziehungsweise in dem Fall der Veröffentlichung Tage später, wieder aufgegriffen wird. Das hätte man vielleicht ein bisschen strukturieren können. Stattdessen denke ich mal, ist das so strukturiert, wie es veröffentlicht wurde. Und ja, das Leben spielt nun mal auch nicht so, dass ein Handlungsstrang, der wird unterbrochen. Genau, aus dem Grund sehe ich das nämlich zum Beispiel gar nicht so. Ja. Du hast diese vier Bilder. Da ist das Thema dann erstmal erledigt. Oder es geht an der nächsten Seite im gleichen Thema weiter. Oder beim nächsten Thema. Wie er schon gesagt hat, von wegen, so ist es im Leben. Auf jeden Fall ein sauguter Comic. Jo. Mal wieder Ralf König in Bestform. Ja. Wie gesagt, erhältlich ab morgen Valentinstag. Vielleicht flitzt ihr los und plündert am Morgen oder direkt am 14. plündert ihr die Buchhandlung eurer Wahl und dann könnt ihr das eurem Liebsten oder eurer Liebsten oder wem auch immer unter den Baum legen, hätte ich jetzt was gesagt. Ich meine, das spielt zum großen Teil in der Weihnachtszeit. Es fängt, wie gesagt, am 4. November an. Silvester haben wir auch mit dabei. Genau, dann kommt die Weihnachtszeit, dann kommt Silvester. Das Einzige, was noch nicht dabei ist, ist Karneval, da wo wir jetzt gerade drin stecken. Ja, das liegt einfach daran, dass 22 Karneval in der Form nicht stattgefunden hat. Ne? Sorry. Ja, wahrscheinlich. Also, sorry. Oder vielleicht macht sich Ralf König, obwohl er in Köln lebt, auch nichts aus Karneval. Ich meine, wir kommen aus Köln und ich mache mir auch nichts aus Karneval. Aber da soll jeder machen, wie er lustig ist. Ja, da wurden wir gerade unterbrochen. So spielt das Leben. Man wird immer wieder, das ist halt so. Und so ist es auch im Comic. Wie gesagt, erhältlich ab morgen, 14. Februar. Der Preis liegt bei 25 Euro. Es hat 186 200 Seiten. Ja. Das Comic hat 200 Seiten, ist prall gefüllt, farbig natürlich, mit den besten Comics von Ralf König, beziehungsweise ich denke, ich habe es nicht überprüft, aber ich denke mit allen Comics von Ralf König, die von November 21 bis, auch schon davor, irgendwann. Also ich hatte danach wieder voll Bock auf Der bewegte Mann und Pretty Baby. Also wisst ihr schon, was wir heute Abend gucken. Der bewegte Mann und Pretty Baby. Genau. Aber Der Comic, der hat uns auch dazu verleitet, dann nochmal, einfach mal so ein bisschen Aber zu hören. Und ich glaube, da haben wir Nachbarsmädchen ein bisschen traumatisiert. Auf der anderen Seite, es ist ja Karneval, da kann man auch Aber hören. Man kann Aber immer hören. Natürlich. Man kann Aber immer hören. Ja. Take a chance on me. Mehr weiß ich nicht. So, bevor wir uns hier komplett zum Affen machen, Bären sind wir ja schon, also ich, verabschieden wir uns. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, teilt das Video, kommentiert, was das Zeug hält. Lasst die Tastatur glühen und kauft das Buch, denn es ist wirklich gut. Genau. Und ich sag das nur, haben wir nichts von, aber trotzdem. Das Einzige, was wir haben, ist, dass ihr Freude habt und wenn euch das Buch gefällt, schreibt das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt geil. Eure Becky. Und der Michi. Ach, müsste man eigentlich einen Daumen machen, ne? Was es mit dem Daumen auf sich hat, müsst ihr nachlesen, Leute. Ich werde es nicht verraten. Bis dann, eure Becky. Und der Michi. Schon wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.